Ei, gute wie, ich bin der Sebastian und heute machen wir einen Hanging Tender in zwei verschiedenen Variationen und eine Salsa. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran und schaut's euch an. Auf geht's! Als erstes wollte ich euch heute mal das Hanging Tender überhaupt erstmal vorstellen. In jedem Rind gibt es nur ein Hanging Tender oder Anglais oder auch Nierenzapfen. Leider ist es bei mir schon vom Metzger in zwei Stücke geschnitten worden. Deswegen kann ich euch leider nicht zeigen, wie man die dicke Sehne in der Mitte eigentlich rausschneidet, weil es eigentlich schon halb passiert ist. Jetzt sieht man noch die Ansätze von der Sehne. Und zwar sieht das Stück Fleisch im Prinzip so aus. Und hier in der Mitte geht diese Sehne entlang und egal wie man es brät, diese Sehne kriegt man einfach nicht weich. Deswegen trennt man die mal raus und hat im Prinzip zwei Stücke. Ein etwas breiteres Stück und ein schmäleres. Und was wir heute vorhaben ist Schaschlikspieße. Das habe ich schon mal gesehen und fand es richtig stark. Und zwar hat das der Rolf von Westmünsterland Barbecue schon mal gemacht. Einfach klasse, das will ich heute auch machen. Und zwar als Schaschlikspieße in einer eigenen Salsa-Soße, dann quasi gegart. Und zwar wollte ich heute dazu mal benutzen in die Tex-Mex-Soße das Mexican Spice von der Grillshow. Grüße gehen raus, Johnny. Das größere Stück möchte ich in Tranchen aufschneiden. Garnieren möchte ich das Ganze dann mit roten Röstzwiebeln. Ich denke, das sind zwei Sachen, die man mit dem Stück Fleisch sehr gut anstellen kann. Als erstes werden wir den Schaschlikspieß schneiden, spießen und zur Seite legen. Dann wollen wir die Röstzwiebeln machen. In der gleichen Pfanne möchte ich dann anschließend die Salsa machen. Den Schaschlikspieß angrillen, dann anschließend in der Salsa schmoren. Und anschließend will ich das größere Stück dann von beiden Seiten scharf anbraten. Und dann gucken wir uns mal die zwei Variationen an, wie das zum Schluss aussieht. Und dann legen wir los. Und starten wir als erstes und werden das Stück Sehne hier noch raustrimmen und das Ganze dann aufschneiden in Stücke. Dann schneiden wir das Ganze in Stücke. Dann habe ich mir überlegt, für die Spieße nehmen wir noch ein bisschen von der roten Zwiebel und dann nehmen wir noch ein bisschen Paprika für unsere Spieße. So, dann kommen wir zum Aufspießen. Wir machen zwei Spieße. Unsere zwei Spieße haben wir jetzt fertig und dann geht's weiter mit den Zwiebeln. Zuerst würfeln wir uns die restlichen Zwiebeln für die Salsa. Da haben wir einmal unsere Zwiebeln für die Salsasoße und dann machen wir mit den Zwiebeln für die geschmorten oder für die Röstzwiebel weiter. Dann nehmen wir drei rote Zwiebeln, die schneiden wir schön in Streifen und dann legen wir mal los. Da hätten wir nun unsere Zwiebeln für die Schmor- oder Röstzwiebeln fertig geschnitten. Und dann machen wir weiter mit den restlichen Zutaten für unsere Salsa. Da schneiden wir uns einmal unsere Frühlingszwiebeln in feine Ringe. So, dann sind wir mit unseren Frühlingszwiebeln auch schon durch. Und dann machen wir mit unserer Dreiviertel Paprika, die wir noch haben, weiter. Dann haben wir unsere Paprika auch schon klein geschnitten und dann können wir die Pfanne aufsetzen. Also, rüber an den Grill. Wir arbeiten heute wieder mit Greek Fire. Die hatte ich die letzten paar Male schon. Die sind echt klasse. Wie gesagt, die haben keine Rauchentwicklung, brennen super geil und sowas von schnell sind die an. Das ist einfach bombastisch. Kann ich nur empfehlen.
Und dann kommt unsere Pfanne ins Spiel. So, da sind wir wieder. Und wenn unsere Pfanne auch heiß genug ist, dann machen wir mal ein wenig Öl rein und dann werfen wir unsere Zwiebeln rein. Auf unsere Zwiebeln werden wir auch ein bisschen natürlich von der Grillshow Mexican Spice dran machen. Und dann lassen wir das Ganze ein wenig brutzeln. Und dann hole ich euch gleich so in 3-4 Minuten wieder ab. Und dann geht's weiter. Da sind wir wieder. 4 Minuten sind vergangen und wie man sieht, sind die Zwiebeln schon schön eingefallen. Und dann warten wir noch 2-3 Minuten ab, bis sie alle schön weich sind. Und dann holen wir sie raus und dann machen wir mit unserer Salsa weiter. Und dann machen wir direkt mit unserer Salsa weiter. Wieder ein bisschen Öl in die Pfanne. Dann als erstes unsere kleinen Zwiebeln. Dann kommt unser Knoblauch dran, unsere Paprika, unsere Frühlingszwiebeln. Dann kommt noch dazu ein Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer und ein Teelöffel Paprikapulver. Dann haben wir hier noch 3 kleine Chilis. Die werden wir aber wieder rausholen, weil wenn wir das nicht machen, dann passiert das hier. Wenn ihr kleine Chilis reinmacht. Wenn ihr kleine Chilis reinmacht, seht zu, dass ihr sie rausnimmt oder in einem Säckchen drin habt. Und jetzt wisst ihr, warum ich die nachher wieder raushole. Dann kommt noch ein Esslöffel brauner Zucker dazu. Dann noch der Abrieb einer Bio-Zitrone. Und dann nochmal vom Mexican Spice von der Grillshow. Huah! Johnny, Grüße gehen raus. Und dann haben wir hier noch 600 Milliliter passierte Tomaten. So, dann schieben wir unsere Pfanne mal zur Seite und legen die Spieße auf. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt die Soße da hinten hingestellt und auch die Zwiebeln. Habe die Kohlen hier vorne in den Vorderbereich gelegt, so dass da hinten die Soße und die Zwiebeln ein bisschen warm gehalten werden. Und hier vorne können wir jetzt richtig schön unsere 2 Spieße auflegen. Und damit machen wir jetzt auch weiter. Zwischendurch können wir immer noch mal die Soße umrühren, weil es natürlich hier vorne wärmer ist als hinten. Und genau das gleiche auch bei unseren Zwiebeln. Dann drehen wir mal unsere Spieße. Die Soße habe ich eben gerade schon noch mal umgerührt, die Zwiebeln auch. Und dann hole ich euch gleich wieder, wenn wir die Spieße fertig haben und in die Soße werfen. Bis gleich. Unsere Spieße sind jetzt schon fast soweit. Dann wollen wir mal die Chilis rausholen. Dann legen wir unsere Spieße in die Glasform. Stellen wir unsere Glasform hier neben hin. Da kommt dann unsere Salsa drüber. Und dann werden wir das Ganze einpacken in Alufolie. Das Ganze stellen wir dann hier neben in den indirekten Bereich, um es warm zu halten. Das Ganze lassen wir jetzt eine halbe Stunde auf dem Grill, bevor wir mit dem anderen Teil des Hanging Tender weitermachen. Und ja, dann hole ich euch wieder dazu. Dann kommen wir mal zu unserem größeren Stück von dem Hanging Tender. Da sehen wir noch, hier haben wir einmal die große Sehne noch dran. Die werden wir jetzt noch wegparieren. So, das war auch schon fast alles. Hier machen wir noch mal ein Stückchen ab, weil es gibt nichts Schlimmeres, als auf ein Stück Sehne zu beißen. So, lassen wir das Ganze und dann werden wir das gleich schön anbraten. Und wie gesagt, nachher gibt es nur ein bisschen Pfeffer und Salz drüber. Ich denke sogar, ich nehme noch mal von Westmünsterland Barbecue den Walk of Flame. Der passt, ist
denke ich, auch sehr gut dazu. Den hatte ich bei den Burgern beim letzten Mal schon dran. Wer das Burger-Video nicht gesehen hat, ich verlinke es jetzt gerade mal. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir am Grill sind und das schöne Stück Fleisch auf den Grill werfen. Dann legen wir mal das nächste Stück Fleisch auf. Und das werden wir dann hochziehen bis auf 54, 56 Grad Kerntemperatur. Legen es nochmal 5 Minuten zur Seite, lassen es nochmal schön ziehen. Und dann werden wir es anschneiden, tranchieren und schauen mal, wie es so aussieht. So. Dann schauen wir mal. Und dann holen wir es mal runter. Dann fangen wir mal an und werden unser Steak erstmal aufschneiden. Und dann werde ich mal eins zusammenbauen. Und dann werden wir gleich mal probieren. Aber bevor wir das Baguette probieren, probieren wir erstmal hier die Tranche. Sehr intensiver Rindergeschmack, aber zart, aber dennoch kräftig im Geschmack. Super. Also an sich das Fleisch klasse. Wenn ich das Ganze mal so probieren, mit Messer und Gabel, auch Brot quasi. Zum Wohl. Also mit den Zwiebeln richtig super. Auf jeden Fall gelungen, klasse. Kann ich nur empfehlen, mal nachzumachen. Und dann werde ich hier nochmal aufräumen. Und dann gucken wir gleich, was so unser Schaschlikspieß sagt. Zack! Zeitsprung! Und dann holen wir uns jetzt gleich mal unsere Schaschlikspieße mit unserer eigenen selbstgemachten Salzersoße hierher. Und dann werden wir mal probieren und anrichten. Also, ich hol's. So. Und dann lüften wir mal. Herrlich! Richtig klasse. Und dann hole ich mir gleich mal was raus und werde probieren. Also kommen wir jetzt mal zum Probieren und ziehen uns hier erstmal so einen Spieß runter. Schön in unsere Salsa-Soße. Und dann gucken wir mal, schneiden uns mal so ein Stückchen ab vom Fleisch. Oh, auf jeden Fall butterzart. Probieren wir mal. Die zweite Variante. The holy shit. Kann ich, oh, Hammer. Würde ich jederzeit nochmal machen. Auch das Gewürz von der Grillshow. Johnny, Grüße. Gehen raus. Hammer. Macht's mal nach. Probiert's mal nach. Absolut klasse. Das Fleisch absolut zart, die Soße absoluter Hammer. Es ist einfach gigantisch, was man alles mit ein paar Sachen anstellen kann. Einfach klasse. Probiert's. Ihr habt mitbekommen, dass ich am Anfang keine Übersicht gemacht habe. Ist aber nicht schlimm. Guckt unten in die Infobox. Da habe ich das ganze Rezept nochmal aufgeschlüsselt, beziehungsweise alle Rezepte. Die haben wir heute 3 Stück gemacht. Ein bisschen mehr als sonst, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Und schaut nach, macht's nach. Es ist absolut gigantisch. Also auch die Gewürze, beide, die ich heute benutzt habe, das Walk of Flame von Westmünsterland Barbecue oder heute von der Grillshow, das Mexican Spice. Absoluter Knaller, beide Sachen. Also, wenn ihr weiter meine Videos gucken wollt, Glocke drücken, abonnieren, schön unten nochmal einen Kommentar reinschreiben. Ich freue mich darüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.
wenn es heißt, der Sebastian grillt für euch. Und in diesem Sinne, haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, macht's gut.